Dank von Android Next auf dem MWC 2014 bei Sony. Und ich glaube, ich lehne mich nicht allzu weit aus dem Fenster, wenn ich sage, dass das Xperia Tablet Z das schönste Tablet bislang war. Und jetzt allerdings nicht mehr, denn das Xperia Tablet Z hat einen Nachfolger, das Xperia Tablet Z2. Ja, ich nehme das hier mal aus diesem Magnetic Charging Dock. Das ist vorweg, das ist eine ganz interessante Geschichte, kann man gleichzeitig als Ladestation verwenden, ist auch ein Bluetooth-Speaker und ja, auch einfach ein schöner Stand, also wenn man das sich einfach mal so auf den Schreibtisch stellen möchte. Ja, und das Tablet selber ist jetzt noch ein bisschen dünner als der Vorgänger, 6,4 mm. Das ist schon eine ordentliche Hausnummer und ich muss auch sagen, ich bin wirklich überrascht, dass Sony es geschafft hat, da einen 6000 mAh Akku reinzupressen in dieses dünne Gehäuse. Kommen wir zu den Kerndaten. Da drin steckt ein Snapdragon 801. Ich weiß jetzt nicht genau, was der Unterschied zwischen dem 800er und dem 801er ist. Ich glaube, es ist vor allem, dass hier auch H265 Video wiedergegeben werden kann. Also wir haben hier das Display, 10,1 Zoll in der Diagonale. Weiterhin Full HD, also noch kein WQHD. Macht aber nichts, das Display sieht gestochen scharf aus. Wir haben hier drin 3 GB RAM. Und 16 GB internen Speicher. Das Gerät kann auch erweitert werden über einen MicroSD-Slot. Der ist hier oben. Es gibt natürlich auch eine LTE-Version mit einem SIM-Slot. Hier haben wir an der linken Seite den Power-Button. Hier ist die Lautstärke-Regelung. Hier unten ist ein Ausgang für ein Headset. Da wird auch diese Noise-Cancellation-Technologie verbaut. Das heißt, mit einem speziellen Sony-Headset hat man eine enorme Rauschunterdrückung, wenn man damit ja telefonieren oder Videotelefonie machen möchte. Hier unten sind die Pogo-Pins, heißen die, glaube ich, für die Magnetic Charging Station. Und ja, hier ist nichts auf der Rückseite. Auf der Seite. Hier an der Rückseite haben wir so ein, ja, das ist Plastik, aber das ist auch so matt und rau und das, nee, rau nicht, also es ist halt matt und sieht ganz gut aus. Hier ist NFC, also hier kann man das Gerät koppeln mit anderen Devices. Das macht Sony ja auch ganz gut, dass man Accessories da sehr einfach koppeln kann. Das ist eine 8-Megapixel-Kamera mit XMR-Sensor, allerdings ohne LED-Blitz, wie ihr seht. Und das ist ein ja, das ist sehr, sehr schöne Hardware, muss ich sagen. Und ich habe hier mal ein bisschen rumgespielt vorhin schon. Das Ganze läuft absolut fluffig. Sony verbaut in der Software, die auf Android 4.4 basiert, natürlich auch seine eigenen Mediendienste hier. Da ist zum Beispiel Walkman Music, da hast du die Movies-App, mit der man halt auch ja, Filme runter, sich Filme angucken kann, PlayStation Mobile, also zum Zocken ist das auch ganz gut. Man kann, wie man hier sieht, auch, also hier ist auch gleich der PlayStation 3 Controller, der DualShock 3, den kann man auch easy koppeln. Und dann haben wir noch, zum Beispiel gibt es auch ein Tastatur-Dock mit Flipcover. Und ja, so allerlei Accessories, also wenn man nicht nur ein Tablet haben möchte, sondern auch das Ganze irgendwie in seine Wohnzimmerumgebung einpflanzen möchte und dort noch ein bisschen Zubehör haben möchte, ist das, glaube ich, auch das Tablet to go momentan. Also wunderschönes Gerät, das Xperia Tablet Z2. Ich bin Frank von AndroidNext.de auf dem MWC. Wenn es euch gefallen hat, liken und abonnieren. Bis zum nächsten Video.